Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, noch Computerclub-Zeit und heute Computerclub-Praxis. Das noch hast du gehört. Mhm. Wir sollen, nachdem wir jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Jahre 14.30 Uhr gesendet haben, ab April in diesem Jahr um 11.30 Uhr senden, von 11.30 Uhr bis 12 Uhr. Die Wiederholungszeit bleibt. Sie ist ja von Donnerstag auf Freitag 0.30 Uhr bis 1 Uhr. Und damit nehmen wir so schön die Eckpunkte des deutschen Fernsehens ein. Du machst irgendwann wächst es zusammen. Ja, mal ganz früh und mal ganz spät. Findest du die Zeit gut? Also wir haben ja in unseren 20 Jahren, die wir die Sendung jetzt machen, nahezu jeden Termin gehabt. Vormittags, mittags, nachmittags, abends, Sonntags, Montags, Dienstags, Samstags. Gut. Wer uns sehen will, der guckt das auch. Und ich glaube, diese Zeit ist für die Sommermonate besser, weil man dann vormittags die Sache erledigt hat. Danach gibt es Mittagessen und dann geht es im Sommer raus in den Biergarten oder Sport oder sonstige Dinge. Also ich sehe nicht das Problem. Das einzige Problem, was ich sehe, du musst dich jetzt an die neue Zeitansage gewöhnen. Samstagvormittag, 14.30 Uhr. Nein, das darf man sprechen. Samstagvormittag, 11.30 Uhr, Computerclubzeit. Gut. Samstagvormittag, 11.30 Uhr, Computerclubzeit. Okay. Wir haben noch mehr Themen. Ich glaube, ich fange mal an. Das hier ist etwas, muss man sagen, eine Jukebox, also ein MP3-Player. Und gucken Sie mal, der ist ein bisschen dicker. Da ist eine 6 GB Platte mit drin. Also ein ganz neuer Trend, was da geschieht. Apple ist eins unter Themen in dieser Sendung und Apple hat ein neues Betriebssystem, welches am 24. März, also zur CeBIT, weltweit gestartet wird, verkauft wird. Und wir wollen mal drauf gucken, denn da geht Apple ganz neue Wege und ganz interessante Wege. Dann habe ich noch was Kleines dabei. So sieht das Teil aus, erstmal so. Weißt du, was das ist? Das ist ein Firewire-Anschluss. Ja, schlau. Aha. Das ist eine Festplatte, 6, 10 oder 20 Gigabyte. So dick ist das Teil nur noch. Man kann eigentlich wirklich nur noch staunen. So, ich lasse dir das hier. Wahnsinn, was mit den Gigabyte passiert ist. Ja. Eigentlich erwarten wir jetzt bald die erste Festplatte mit Terabyte. Ja, wir werden ja im Laufe der Sendung auch noch einen Videorekorder rein per Software sehen. Und ich habe mir mal die Preise angesehen für Festplatten. 40 Gigabyte gibt es heute für ein bisschen mehr als 300 Mark. Tja, Wahnsinn. Du hast auch noch was. Noch einen Trend werden wir auf der diesjährigen CeBIT feststellen können. Diese kleinen CE-Geräte werden angeboten werden. Und was man jetzt hier sieht, da oben ist eine Antenne dran. Wir hatten dieses Gerät schon einmal als Muster hier, als Holzmuster im Studio gehabt. Das war vor einem Jahr. Jetzt ist das Gerät da, es funktioniert. Wir werden nachher vielleicht sogar mal versuchen, hier im Studio selbst zu telefonieren. Aber zuerst einmal jetzt zu Apple und seinen Neuigkeiten. Ja, und Apple hat nun mal eine Menge Neuigkeiten auch mitgebracht. Und mitgebracht hat sie uns Holger Niederländer von der Firma Apple als Produktmanager für Hardware, kann man das so sagen? Ja. Fangen wir gleich mal damit an. Wir hatten ja schon mal einen Rechner, der sah fast so aus wie dieser im Studio. Das ist aber jetzt neu. Was ist jetzt neu? Wir haben die nächste Generation des G4-Prozessors hier drin, mit mehr internen Recheneinheiten. Es sind 4 Velocity statt einer, es sind 2 Fließkomma-Einheiten. Das heißt also, der Prozessor selbst kann mehr parallel tun als ein vergleichbarer Intel-Prozessor? Er tut zumindest mehr als die bisherige Maschine parallel und das Bestreben ist natürlich, viel mehr Dinge während einem Takt zu erledigen, ja. So, ich habe das Gerät mal geöffnet, damit man mal einen Blick da hinein tun kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja fast nichts mehr da drin. Ne? Das Ding ist ja fast leer, so wie man das sieht. Es sind jetzt auch keine PCI-Karten und nur eine Festplatte in Anführungsstrichen eingebaut. Ja, auch eingebaut. Die Platine ist leer. Ja. Moderne Platinen haben sehr viele spezifische ICs, die einiges zusammenfassen. Okay. Der Preisbereich für die Rechner aus Ihrem Hause ist von etwa 2.000 Mark bis fast 10.000? Ja. Dieses Modell hier, das teuerste in Anführungsstrichen, kostet 9.299. Mhm. Gut, jetzt muss man natürlich auch fragen, wenn jetzt so eine High-End-Maschine da ist, wer braucht sie und was kann man damit machen? Das ist die Maschine, die die meiste Rechenleistung liefert, gerade für den Bildbearbeitungsbereich, aber auch für Raytracing, für Videobearbeitung vor allen Dingen. Und wenn wir bei Videobearbeitung sind, der Preis rechnet sich unter anderem deshalb, weil wir in diesem Gerät einen DVD-Brenner drin haben, mit dem man DVD-Videos erstellen kann, die dann in jedem Consumer-DVD-Player wieder abspielbar sind. Mhm, und die Software dazu liefern wir auch gleich mit. Ja. Ah ja, auch. Wir schauen mal auf das Display. Auch das ist ein riesiges Teil. Wie groß ist es? Welche Auflösung hat es? Das sind 22 Zoll Bildschirmdiagonale in 1600 x 1024 Pixel Auflösung mit 32-Bit Farbtiefe. Es ist natürlich ein Traum, muss man sagen, aber es kostet noch mal fast so viel wie der Rechner. Ja? Solche Displays kosten heute noch so viel wie dieser Rechner. Ja. Es ist zwar unter 10.000 Mark, aber nicht sehr weit. Okay, ja, jetzt wollen wir auch mal sehen, was da drauf läuft. Das ist jetzt noch das in Anführungszeichen alte Betriebssystem. Zum neuen kommen wir nachher noch. Wenn wir da mal einen DVD starten oder ein Video starten.
Wir starten mal ein Video von der Firewire-Platte, die wir vorhin schon gesehen haben. Das ist die kleine, die hier liegt. Die sieht noch ein bisschen anders aus, als die ich vorhin gezeigt habe. Also hiervon kommt jetzt dieses Video. Ja. Was hat die für eine Speicherkapazität? Das dürfte eine 30 GB Festplatte, ja, ich glaube, es ist die 30 GB. Ich habe auch noch eine 18er dabei, gibt es das auch in verschiedenen Größen. So, und wenn ich jetzt hier oben den Stecker abziehe, bei Firewire darf ich das ja? Dann so. Hat die Festplatte keinen Strom, die Daten kommen nicht an. Mhm. Und jetzt stecke ich es einfach mal wieder drauf, da geht da unten das gelbe Licht an. Ah ja, wir haben eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm, ist klar. Und jetzt läuft das Teil einfach weiter. Na, genau das ist das, was ich mir eigentlich wünsche. Ich muss ja nur einen ranstecken können, wie auch immer ich will. Gut, jetzt haben sie aber im gleichen Design, denn Apple hat ja nun viele Branchen beeinflusst und man sieht heute vom iMac angefangen, Mäuse, Tastaturen, Gehäuse, Telefone, alles Mögliche in diesem Design sowas. Jetzt haben sie auch Boxen mitgebracht, da können wir mal einen Blick drauf werfen. Was ist das? Das sind Lautsprecher, die Harman Kardon zusammen mit uns designt hat, in dem Fall Soundsticks. Das heißt, die beiden Satellitenlautsprecher und der Subwoofer gehören zusammen zu einem Paket. Mhm. Sieht sehr teuer aus, was kostet's? 449 Mark, alles zusammen. Können wir da mal Musik machen, dass man auch hört, was da rauskommt? Der Film kommt jetzt auch schon hier raus, aber den ja, gut, aber wir mal, das ist machen ja mal nicht. Ein bisschen Musik. Ja. Was starten Sie da? Das ist iTunes, das ist eine Applikation, die wir kostenlos im Internet zur Verfügung stellen für unsere Anwender, womit man aus Audio-CDs MP3 machen kann und auch wieder zurück auf Audio-CD wieder brennen. Müssen wir mit dem Ton ein bisschen aufpassen. Es geht deutlich lauter für die für den Betrieb zu Hause oder am Arbeitsplatz, aber wir haben hier ein Mikrofon neben der Box liegen. Insofern. Okay. Gut, also es gibt also auch andere Zulieferer. Was kostet sowas? Ist das unerschwinglich hier, weil es so aussieht? Die Lautsprecher? Ja. Die Lautsprecher kosten 449 Mark. Na gut, der hätte ich jetzt teurer geschätzt. Okay, kommen wir zum anderen Thema. Können Sie die Musik wieder abschalten? Selbstverständlich. Im Volksmund Mac Schlepp genannt, also die tragbaren, machen wir ein bisschen Platz, die tragbaren Geräte. Und jetzt müssen wir mal sehen hier, so sieht das aus, so dünn ist das. Da kann man also wirklich sagen, das ist also sehr dünn. Wissen Sie, wie hoch das ist? 2,6 Zentimeter. 2,6, ja. Und wie viel wiegt es? 2,4 Kilogramm. Man merkt, das ist also schwer. Wie schafft man das, dass das stabil ist bei dieser riesigen Größe? Was ist denn das für ein Gehäuse? Das Gehäuse ist Titan und an einigen Stellen kohlefaserverstärkter Kunststoff. Mhm. Aber die großen Flächen, die man sieht, sind alle Titan. Ja. Es ist ein riesiges Display hier. Das geht also fast bis an den Rand. Was hat denn der für eine Auflösung? Der hat 1152 x 768 Pixel. Sieht fast noch mehr aus. Es sieht noch mehr aus vielleicht, aber es sind tatsächlich nicht mehr. Mhm. Aber das auch in 32-Bit-Farbtiefe. Oh, was kostet das Gerät? Es gibt es in zwei Geschwindigkeiten, 400 MHz und 500 MHz. Es fängt bei 6.999 Mark an. Also sieht dann auch genauso aus wie dieses das hier. Das obere Ende. Wie ist es denn ausgestattet? Was ist für ein Prozessor drin? Wie schnell ist er? Speicher und so weiter? Das ist eben das Besondere an diesem neuen Gerät. Hier haben wir es geschafft, den G4-Prozessor, den wir in unseren High-End-Modellen haben. Der also auch in einem großen Rechner drin ist. Den wir, haben wir jetzt in ein mobiles Gerät gepackt. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr wie der Cube, den wir im Juli letztes Jahr vorgestellt haben, in einem 8-Inch Cube, sondern wirklich in ein ganz kleines mobiles Gerät gepackt. Netzunabhängig, wie man hier sieht. Brauche ich dann noch so einen großen Rechner, wenn der quasi die gleiche Rechenleistung hat? Wir können ja hier überraschend wenig PCI-Karten einstecken. Das heißt, wenn Sie einen zweiten Monitor anschließen, haben Sie zwar noch den Port, aber beim dritten wird es dann so langsam eng. Firewire und USB helfen weiter. Firewire und USB haben wir. Hier gibt es noch was Besonderes. Man kann also wie bisher schon auch Tastatur rausnehmen und so. Das ist alles relativ einfach zu machen. Das lässt sich sehr, sehr leicht aufrüsten weiterhin. Mal zeigen, das ist man von Apple ja gewohnt. Genau, ja. Das hätte ich auch gesagt. So, so sieht es aus. Man kommt also überall ran. Das ist wirklich eine schöne Sache. Und die Tastatur ist flexibel. Sie haben mich nur gebeten, ich soll sie nicht rollen. Aber man kann sehen, die ist also wirklich flexi. Die wird mit Magneten gehalten. Ja, das dadurch, dass wir das Gerät ja so dünn machen mussten, ist die Tastatur auch dünner geworden. Und wir halten die an 8 Stellen nochmal plan unten, wenn sie eingebaut ist, sodass sie im eingebauten Zustand sich eben nicht bewegt beim Tippen. Das soll sie ja nicht. Apple also weiterhin hin am oberen Ende mit der Leistung im grafischen Bereich, mit dem Preis und auch mit dem Design. Mal sehen, wie es weitergeht, ob irgendwann die Gegenseite nachlegt. Schönen Dank erstmal, wir sehen uns nachher nochmal. Jetzt wollen wir aber erstmal sehen, Wolfgang Back hat am Anfang diesen kleinen Mondo vorgestellt und die ganze Zeit arbeitet er schon damit. Mal sehen, was dabei rausgekommen ist.
Ja, dabei herausgekommen ist natürlich ein Windows-CE-Gerät, das kenne ich schon ganz gut. Kalkulator ist natürlich bei jedem dabei und ich konnte es nicht lassen, ein Programm von mir aufzuspielen. Und zwar ein ziemlich dummes Horoskop. Ich zeige das einfach hier mal und dann kann man dann sagen, Zwillinge oder den Löwe und da wird das Horoskop für den heutigen Tag dann angezeigt. Natürlich kann man mit so etwas noch was anderes machen. Es zeichnet sich ja aus, dass es quasi ein Kommunikator ist, dass es Adressen beinhaltet, dass man die speichern kann, doch, dass man diese Adressen, die Termine und alles Mögliche damit verbinden kann, dass man jetzt auch ein Telefon dabei hat, denn das ist ja das Besondere bei diesem Trium-Gerät mit dem Namen Mondo. Ich erwarte jetzt einen Anruf aus der Aufnahmeleitung. Und ich habe tatsächlich hier Kontakt zu dem D1-Netz. Wir werden das gleich sehen. Ja, da kommt es. Und jetzt nehme ich das Gespräch an über Freisprechanlage. Gabi Montag. Ja, wir hören uns. Ich höre dich gut. Ja, also es funktioniert nun tatsächlich, dass wir hier im Studio, das war vor einigen Jahren, war das noch nicht der Fall, dass wir hier im Studio drahtlos kommunizieren können. Vielleicht noch ein paar Takte noch gesagt. Wie sieht's aus mit der Sendung? Läuft da alles klar? Jetzt sieht alles sehr gut aus und wenn ihr so weitermacht, kann es auch nur noch besser werden. Okay, dann unterbreche ich die Verbindung. Dieses Gerät zeigt so ein bisschen in die Zukunft, vor allen Dingen auch in die Zukunft von UMTS oder jetzt GPRS. Es ist GPRS-fähig, also diese schnelle Kommunikation. Dann die GSM-Dienste sind natürlich alle drin, Notruf, SIM-Toolkit, Kurznachrichten, SMS. Es ist natürlich bedeutend bequemer, SMS hier zu schreiben oder gar Faxe hier zu erstellen oder handschriftliches hier aufzuzeichnen und es dann als Fax wegzusenden. Das ist alles kein Problem mehr. Und die Sprechzeit, die ist bis zu 2,5 Stunden und die Betriebsbereitschaft bis zu 100 Stunden. Mir fehlt hier so ein bisschen Farbe, aber das hat natürlich auch dann wieder seinen Nachteil. Wenn das Display hinterleuchtet mit Farbe wäre, dann hätten wir wahrscheinlich eine Zeit maximal von 6 Stunden, eine Betriebszeit. Und wenn dann noch viel telefoniert wird, dann geht es vielleicht runter auf 4 Stunden. Vielleicht für den ganzen Tag das zu benutzen, ein bisschen wenig. Vielleicht ist das so ein Kompromiss, den man deshalb hier eingegangen ist. Das Gerät ist von Mitsubishi und Trium ist die Firma von Mitsubishi und Mondo ist der Name des Gerätes, was wir ja vor einem Jahr als Holzmodell gezeigt haben. Es sieht heute genauso aus und wir werden wahrscheinlich auf der CeBIT noch mehr von diesen Geräten finden, denn das ist sicherlich so der Trend. Man hat den Desktop vielleicht zu Hause, den Laptop für unterwegs und dann hier diese kleinen PDAs als Kommunikator irgendwo in der Tasche, überall dabei. Wir haben es am Anfang der Sendung angesprochen, OS 10 von Apple, ein neues Betriebssystem. Wir wollen einen Blick drauf werfen. Neben mir sitzt wieder der Herr Niederländer. So melde ich mich an das Betriebssystem. Was geschieht dann? Dann gibt es ein Login, das heißt, das System schaut nach, welche Rechte dieser Anwender im Moment hat. Okay, wir haben es vorher mal gestartet. Er hat so ungefähr eine Minute gebraucht zum Hochfahren. Er hat im Netzwerk gesucht, was hier nicht angeschlossen ist. Normal ist er ein bisschen schneller. Das ist eigentlich verträgliche Zeit, oder? Das ist eigentlich für ein Unix-basierendes Betriebssystem gar nicht mal so schlecht. Da haben Sie jetzt schon das Ding aus der Tasche gelassen. Unix, das heißt, hier steckt ein Unix-Kernel drin. Das ist ganz neu für Apple, oder? Für Apple ganz neu nicht. Wir hatten schon mal Unix-basierende Betriebssysteme, aber nie selbstentwickelte, wirklich ganz selbstentwickelte, abgesehen von AOX, lange, lange ist es her. Wir haben hier einen Mach-Kernel drunter, der ist lange erprobt, über 10 Jahre inzwischen im Markt, unter anderem bei Next. Darüber liegt die Basisdienste vom Betriebssystem, unter anderem im BSD. Mhm. So dass man doch davon ausgehen kann, dass ein Unix-basierendes Betriebssystem ist. Mit all seinen Vorteilen. Warum? Warum gehen Sie plötzlich auf eine solche Basis? Nun, wir haben seit 1984 macOS in der Form mehr oder weniger von der Architektur, wie wir es heute kennen. Natürlich inzwischen mit vielen Verbesserungen. Aber letztendlich war es doch langsam an der Zeit, auf eine modernere Basis darunter zu gehen und einigen Ballast, den wir mitgeschleppt haben, wirklich über Bord zu werfen. Sie hätten ja auch auf Microsoft gehen können, oder? Mit Sicherheit nicht ganz so leicht. Wäre also von der Hardware schwerer gewesen. Gut, lassen wir das so stehen. Schauen wir doch lieber mal auf das Display. Das haben wir vorhin schon gesehen, dieses schöne große Teil. Was wir da sehen, das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus, als wir es normalerweise von Apple gewohnt sind. Es sieht bunter aus, irgendwo auch ein bisschen gefälliger. Was hat sich denn wirklich geändert? Was sich wirklich geändert hat, ist, wir haben einige Dinge zusammengefasst. Am auffälligsten ist mit Sicherheit das Dock hier unten, dieser Balken, in dem auf der linken Seite Programme dargestellt werden. Am unteren Bildschirmrand, die Kamera muss gerade noch drauf, da sehen wir ihn, ja. Ganz rechts liegen dann noch Dokumente
Man sieht auch schon, wenn ich drüber fahre, kann man sehen, wie die einzelnen Applikationen heißen. Das ist Sherlock, das ist die Uhr. Wenn man jetzt irgendeinen startet, dann fangen diese Icons da an zu hüpfen. Genau, wir können ja mal hier den QuickTime-Player starten. Das kann man zwar abschalten. Ja, können Sie mal was anderes starten, denn wir waren gerade mit der Kamera da rausgegangen. Starten wir Word. Ja. Wobei bei Word hüpft da nicht, weil okay. Bei Word läuft erstmal eine Classic-Umgebung hoch, weil Word in dem Fall aus dem aktuellen Microsoft Office kommt, ja. Das noch nicht für macOS 10 geschrieben ist, sondern für macOS 9. Und das ist unter anderem ein Grund, warum wir eben nicht ein anderes Betriebssystem genommen haben, sondern selber geschrieben, damit der Übergang für den Anwender so weich wie möglich ist, so angenehm wie möglich. Da sind wir eigentlich am nächsten Punkt. Wie ist es mit der Kompatibilität zu den ganzen Softwarepaketen, die der Anwender jetzt schon zu Hause auf seinem Rechner laufen hat? Laufen die alle oder gibt es da Ausnahmen? Was unter macOS 9 läuft, ist eigentlich direkt lauffähig. Mit einer Ausnahme, Dinge, die direkt auf Hardware zugreifen, werden Schwierigkeiten haben. Also zum Beispiel für iMovie müssen wir eine macOS 10-Version machen, weil das direkt auf die FireWire-Schnittstelle geht für den Video. Okay, gut. Jetzt läuft hier Word. Ja, das hat aber jetzt lange gedauert, oder? Ja, das macOS 9 ist im Hintergrund hochgefahren und das ging im Vergleich recht schnell. Das läuft jetzt komplett unter dem OS 10, läuft jetzt nochmal OS 9? Ja. Können Sie eigentlich, wenn Sie das so ansprechen, noch mehrere Betriebssysteme gleichzeitig laufen lassen? Wäre von der Architektur her machbar. Wir unterstützen aber im Moment ein macOS 9 und alle Applikationen in macOS 9 laufen in demselben Task macOS 9. Das hat unter anderem auch Kompatibilitätsgründe, weil wir für die Kommunikation zwischen den Programmen, unter anderem mit AppleScript, sicherstellen müssen, dass die im gleichen Bereich laufen. Was passiert eigentlich jetzt, wenn jetzt, wir haben Zuhörer dabei, Zuschauer dabei, Leute, die bisher mit Unix gearbeitet haben. Wenn die jetzt sagen, also die Oberfläche ist zwar schön und lustig, aber ich würde sowas gerne einsetzen, aber ich kenne ja da nun meine Shell, ich weiß, wie ich da zu arbeiten habe. Können Sie Ihnen mal zeigen, wie das da aussieht, ob ich hier wirklich so arbeiten kann, wie ich es von Unix her kenne? Kann man, wenn man unbedingt will. Es ist eigentlich von uns erstmal nicht so vorgesehen. Ich habe jetzt, weil ich die Frage erwartet habe, ein Terminal mal unten im Dock schon abgelegt, dass ich es schnell im Zugriff habe. Und das ist jetzt ein ganz normales Terminal-Fenster, was ich in der Größe ändern kann. Und man sieht hier auch schon das Prompt mit meinem Usernamen, ja. Beziehungsweise mit dem Usernamen meines Kollegen, aber ist egal. So, wenn ich mir jetzt die Prozesse ansehen will, die da laufen. Dann geben wir einfach Top ein. Top läuft also darauf. Und dann okay. Sieht man die Prozesse und es gibt auch Updates. Also wenn ich jetzt hier mal was bewege, dann wird man feststellen, dass hier plötzlich sich die Prozentzahlen ändern, welcher Prozess wie viel Zeit in Anspruch nimmt. Okay, das heißt also, ich habe die Möglichkeit, Sie haben gesagt, Sie wollen es eigentlich so nicht, weil doch die Anwendung oder die Anwender dazu übergehen, dass man doch einfach nur ein Bildchen anklickt und dann muss es laufen, ist klar, aber es gibt eben auch andere Bereiche. Was kostet denn dieses neue Betriebssystem? Es wird kosten 329 Mark. Am 24. März. Ja. Korrekt, ab 24. März ist es in den Läden. In Deutsch? Auch in Deutsch. Mhm. Beziehungsweise, was man in Deutschland im Laden vorfindet, ist ein deutscher Karton. Aber wir haben überall die gleiche CD drin. Das ist auch eine Besonderheit. Auf dieser CD werden zu Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, sieben Sprachen gleich mit ausgeliefert. Deutsch, Französisch, Englisch, Schwedisch, Japanisch und noch irgendwas. Mhm. Okay. Niederländisch? Niederländisch zum Beispiel, aber nicht wegen mir. Okay. Auf welche Maschinen kann ich es installieren? Oder besser, wo passt es nicht drauf? Wo kann ich es nicht installieren? Von der Größe, von der Struktur? Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich sage, wo es geht. Man braucht einen G3 oder G4, ja. Der von Apple mit einem G3 oder G4 geliefert wurde. Das heißt, nicht irgendwie was ganz Altes nachgerüstet. Und man sollte mindestens 128 Megabyte Hauptspeicher haben. Mhm. Okay, das ist eigentlich nicht zu viel in der heutigen Zeit. Sonst Schnittstellen, wird alles unterstützt, USB nehme ich mal an und FireWire und so weiter? Alle Schnittstellen, die wir jemals in G3 und G4 mitgeliefert haben, ja. Deswegen auch die Einschränkung, weil wenn wir zu weit zurückgehen, dann müssten wir auf dem Basisbetriebssystem zu viele Anpassungen machen an ganz, ganz alte ASICs, die auf der Hauptplatine sind, sehr alte Architekturen und dann wird es nicht mehr stabil. Der letzte Punkt, Sicherheit für viele Rechenzentren, die möglicherweise sagen, das wäre von Interesse für uns. Was haben Sie da getan? Da haben wir ja doch so ein paar Einschränkungen, wo man Unsicherheit erzeugen könnte. Also wir haben hier den Ansatz gemacht, dass wir das Betriebssystem grundsätzlich sehr sicher ausliefern. Das heißt, alle offenen Türen, in Anführungsstrichen, die beim Unix-basierenden Betriebssystem üblicherweise da sind, sind erstmal zu. Wenn Sie ein Air-Login haben wollen oder ein Telnet, müssen Sie ihn selber aufmachen. Mhm. Wir liefern es aus in einem Zustand, wo nur die Secure Shell aktiv ist. Mhm. Und die ist, wie der Name schon sagt, ziemlich sicher.
sieht gut aus von der Oberfläche, von der Geschwindigkeit her. Preis ist eigentlich für einen solchen Rechner auch im Rahmen, muss ich sagen. Es sind zwei Betriebssysteme. Wir werden in dem Karton das Mac OS 10 und ein Mac OS 9.1 mit ausliefern, sodass man immer die aktuellste Classic-Umgebung hat. Also insofern. Das heißt, wenn irgendwelche Programme nur unter dem 9er laufen, dann ist das gleich mit dabei. Okay, schönen Dank, dass Sie uns das vorgestellt haben. Zur Cebit darf es dann jeder haben, da sind wir mal gespannt. Und was auch jeder haben darf, quasi ohne Geld, ein Videorekorder im Computer, das zeigt uns jetzt Wolfgang Back. Ist allerdings nicht von mir, sondern programmiert hat das Ganze der Michael Nikles, den wir ja schon länger kennen, war schon ein paar Mal bei uns im Computerclub, auch in der Computernacht war er da, schreibt viele rote Bücher mit vielen Tricks dabei und jetzt ist etwas dabei herausgekommen, ein Videorekorder. Kann ich mein VHS-Gerät wegschmeißen? So ist es. Die PC-Technik hat in den letzten Jahren einen unglaublichen Leistungsstand erreicht. Grafikkarten sind schneller geworden, es ist alles günstiger geworden. Aber es fehlen eigentlich neue Einsatzgebiete. Also den PC auch mal ganz klar in die Unterhaltungselektronik-Ecke vordringen lassen. Und unser Ziel, das wir jetzt hier mit dem Projekt 2001 vorführen möchten, ist der endgültige Abschied vom VHS-Rekorder. Es geht sogar weiter. Es kämpft sogar die DVD an. Also man kann sogar eine Alternative zu einem DVD-Player schaffen. Man kann sich einen Fast-DVD-Rekorder, was man noch gar nicht kaufen kann im Moment, mit dem PC selbst realisieren. Also könnte man fast schon sagen, DVD hat seine Probleme jetzt schon, bevor es richtig angefangen hat. Weil man mit den normalen CDs, weil man mit den Festplatten, mit der neuen Software, mit den schnellen Prozessoren viel mehr machen kann, als man sich vorher vorgestellt hat. Richtig, ja. DVD basiert ja auf einer alten Technik, MPEG-2, braucht sehr viel Speicher. Es gibt wesentlich modernere Kompressionsverfahren, wo jetzt man mehr Video unterkriegt. MP4 von Microsoft. Microsoft nennt es so, ist aber kein echtes MP4. Aber das hast du hier verwandt bei dieser Sache. Richtig, ja. Es handelt sich hier um den DivX MPEG-4-Codec. Das ist ein Hack von einem Microsoft-Codec, der inzwischen auch durch einen Open Source ersetzt wurde. Auch also legal ist das. Was man hier sieht, ist also legal. So, okay. Ein Rechner steht hier. Da oben ist eine Infrarot-Empfangseinheit. Damit kann ich eine Infrarot-Tastatur anschließen, damit kann ich eine Infrarot-Fernbedienung benutzen. Für den Rechner, Platte ist 43 GB. Richtig, ja. Wie viel geht da drauf? Da gehen ca. 100 Stunden Video in VHS-Qualität drauf. Der Kerngedanke bei der Infrarot-Sache war, dass man PC, wenn man ihn ins Wohnzimmer bringen will zur Unterhaltungselektronik, da möchte ich halt auch mit der richtigen Fernbedienung bedienen können. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie das eigentlich ausschaut, wenn wir uns ein Video anschauen. Hast du einfach so ein paar Demo-Videos mitgebracht? Ja. Wie geht das jetzt? Die Festplatte ist jetzt voll mit Videos. Durch diese Videos kann ich hier schnell durchschalten. Beziehungsweise kann ich hier gerade nicht, weil die Infrarottechnik im Moment streikt. Deswegen zeige ich es hier an. Haben wir oft im Studio, weil wir hier so Scheinwerfer haben. Richtig, ja. Also man kann hier in seinem Videoarchiv wählen. Das sind jetzt lauter Sachen, die ich auf diese Festplatte aufgezeichnet habe. Dokumentation, ja. Musik, Sport etc. Und kann dann so einen Film, ich tue jetzt mal die Tagesschau wählen, per Knopfdruck starten. Wir sehen auch, das läuft zum einen hier auf dem Fernsehgerät und es läuft auch auf einem Computermonitor. Das läuft auf beiden gleichzeitig. Sogar. Man kann also auch den Computer einfach nur wie ein Videorekorder hinstecken, an den Fernseher anschließen und auf PC-Monitor ganz verzichten. Israel bekommt eine neue Regierung. So, jetzt nochmal die Zahlen. Also eine Stunde Video in dieser Qualität macht auf der Festplatte 500 Megabyte. Oder circa 400 bis 500 Megabyte. So, das heißt also 2 Stunden auf 1 Gigabyte. Man schafft es recht gut, 90 Minuten Spielfilm auf einer ganz normalen 650 Megabyte CD unterzubringen. Und jetzt ist das Ganze ja, wir wissen ja, es gibt ja so Server, man hat das ja angedacht, dass man den Videorekorder, wollten andere ja auch schon verdrängen, nur die haben noch nie Zahlen genannt, so richtig, das kostet dann so 5.000 Mark, 6.000 Mark mit einer kleineren Platte. Das, was hier steht, haben manche schon zu Hause und wissen es gar nicht. Richtig, ja. So, die haben einen Computer zu Hause, die haben eine Fernsehkarte. Hier ist, glaube ich, sogar eine Aldi-Fernsehkarte drin für 69 Mark. Richtig, ja. Das ist die billigste TV-Karte drin, die man kaufen kann. Es reicht jede TV-Karte Und diese Infrarot-Connection, ich meine, es geht ja auch mit der Maus, wie wir gesehen haben. Die Infrarot-Connection ist ja noch zusätzliche Bequemlichkeit. Kostet 59 Mark dieses Dann Teil. Dann nimmt man eine lernfähige Universalfernbedienung. Und damit eine Infrarot-Tastatur. Ja, die kostet, glaube ich, 69 oder 89 Mark. Ja, so etwa. So, jetzt sind wir da angekommen, jetzt brauche ich noch Software. Und die Software ist wahrscheinlich sehr teuer. Die kommt von dir. Die Software kostet auch nichts, weil wir haben eigentlich das Ganze mit Basic realisiert, also eine einfache Programmiersprache. Da wurde die Video für Windows API verwendet. Und die Technik der Karten ist halt so fortgeschritten, dass man mit einfachen Steuerkommandos schon ganz erstaunliche Sachen machen kann. So, wo es die Software gibt, wie viel MB sind das? Das kann man eingeblendet unter www.
Nicholas.de, einfach URL-Name. Wie viel sind das? Wie lange lade ich daran? Wie viel MB? Das sind ganz kurze Programmchen. Aha. Also das Projekt hat jetzt erst begonnen. Wir haben jetzt mal die Grundlagen gezeigt, mit welchen Karten klappt es am besten. TV-Karten gibt es natürlich beim Ausgang gerade, besseren Ausgang, schlechteren Ausgang. Die ganzen Grundlagen, wie man sich sowas verschalten kann, wie man sich also so einen Home-Videoserver aufbaut, das wird ausführlich ja. detailliert. Jetzt möchte ich noch ein paar Tricks sehen hier, denn das ist ja auch mit einprogrammiert. Du kannst ja da mit der Fernbedienung da die tollsten Sachen machen, wenn sie geht. Richtig, ja. Also ich gucke jetzt mal, ich kann also das Video natürlich ganz normal starten und stoppen. Ich kann in dem Video sehr schnell navigieren, ich kann spulen. Ich halte jetzt hier oben die Hand drüber und dann klappt es. Ja, genau, da hat doch was gestört. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich das Video beispielsweise schneller abspiele. Also man kann die Geschwindigkeit variieren oder Zeitlupe machen. Und ein Trick-Effekt, der zeigt, wie effektiv man eigentlich mit den Chips umgehen kann, ist so eine virtuelle Kameraführung, die ich jetzt mal einschalte. Da wird das Bild also jetzt nach einem Zufallsmuster ziemlich schnell geschoben, bewegt. Man sieht also, das klappt ganz ruckelfrei und flüssig mit einem ganz einfachen PC ohne Spezialhardware. So, und dann gibt es sicherlich demnächst noch ein Programm dazu, dass ich meinen Videorekorder im PC automatisch starten kann, abends um 20 Uhr zur Tagesschau. Richtig, ja, man wird eine Liste einfach eintragen, nehmen wir nächste Woche die und die Folgen auf, dann kümmert sich der Rechner darum. Noch eine Sache haben wir vorbereitet, da läuft ein DVD, das geht übers Kabel, auch hier in den Rechner rein. Das kann man auch aufzeichnen dann. Exakt, es geht ja nicht nur darum, die Videos aus dem Rechner rauszukriegen, man muss auch erstmal irgendwie reintransportieren können. Das ist im Moment in dieser Softwarelösung noch nicht implementiert, aber da gibt es ein sehr schönes Freeware-Programm dafür. Damit kann man da einen DVD-Player eben, können wir es doch zeigen, wie es richtig, ja, das zeige ich auch gleich mal. Dazu muss ich dieses Abspielprogramm beenden. Und den Ton sollten wir mal vielleicht ein bisschen leiser machen. Ja. So. Okay. So, also hier läuft jetzt der DVD-Player als Bildlieferant. Ich verwende hier die Freeware Virtual Dub, ein ganz hervorragendes Programm. Gehe auf Capture AVI. Dann erscheint mein Videofenster. Ja. Dann gehe ich auf, man sieht es leider ein bisschen schlecht, auf Capture Video und nehme das auf. Mhm. Jetzt kann man hier also im rechten Menü verfolgen, wie die Frames aufgenommen werden. Ganz wichtig, man sieht da Frames dropped, ist bei 0, also es funktioniert ruckelfrei. Das ist Yellow Submarine, glaube ich, was da von der DVD runterkommt. Da läuft gerade ein Beatles-Film. Okay, jetzt nochmal zusammengefasst, ich brauche einen Rechner, ab wie viel? Es reicht ein PC, und das ist der Knüller, ab 450 MHz. Ja, ich brauche eine Fernsehkarte, ich brauche eine Audiokarte, klar, hat man. Irgendeine Soundkarte. Dann brauche ich deine Software. Ja. Die ziehe ich mir aus dem Netz runter. Genau. Und dann bin ich soweit. Richtig. Wenn ich es bequem haben will, mache ich mir das mit der Fernbedienung. Richtig. Ansonsten mache ich es mit der Maus. Ja. Und dann kann der VHS-Rekorder als endgültig in den Keller wandern. Oder kann halt sehr schön navigieren, man kann riesige Videos sammeln. Ich finde das eine super Sache. Muss nicht mehr suchen, ich finde das eine super Sache, dass da so eine Community zusammenkommt und da plötzlich etwas macht, was die Industrie nicht denkt. Das finde ich auch. Nur eine Sache hat nicht ganz gestimmt. Also es gibt schon DVD-Aufnahmegeräte, die kosten gerade mal so schlappe 5.000 Mark. Ja. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Wolfgang Back, ich glaube... Wir behalten jetzt mal so eine Software über hier. So eine Software, das sollten wir machen. Aber ich denke, ich behalte mir einfach mal an Mondo Schwarz-Weiß, über. Schwarz-Weiß. Tschüss, dann bis zum nächsten Mal.